Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr alle schon so zahlreich erschienen seid. Grüße gehen raus an Totix2, Meli-Chan, Gumba, Laflam, Dennis, Erpopo, Alex97 und ein herzliches Hallo auch an Switch Gaming. Ich habe heute mal so ein bisschen meine Settings hier verstellt. Sprich, ich habe jetzt hier nicht mehr einen Popschutz drauf, sondern so einen Schaumstoff. Mal gucken, wie die Qualität heute damit ist. Wir spielen heute auch mal ein ganz anderes Spiel, was ich noch nie gestreamt habe. Zelda für die Switch. Zu spät, Christian. Aber hallihallo. Und auch ein herzliches Willkommen an Michael. Wie schreibt man in deinem Discord? Naja, also hier unten in der Videobeschreibung ist der Link zu meinem Discord-Server und da müsste jeder schreiben dürfen. Da musst du eigentlich nichts für erfüllen, um schreiben zu dürfen. Wie schaltet man Potenzial frei bei Dragon Ball Xenoverse? Du musst in der Schule alle Quests mit Z abschließen. Also im CC musst du alle Quests abschließen. Wurde mir so gesagt. Und dann bekommst du Potenzial. So, was machen wir heute? Ich habe mir eigentlich vorgenommen. Also, wie ihr seht, mir fehlen noch sehr, sehr viele Schreine. Die Story habe ich schon durchgespielt. Schreine fehlen mir noch sehr, sehr viele. Ich habe auch schon viele freigeschalten, aber sie sind noch orange, das heißt, die haben wir auch noch nicht gespielt. Also Schreine habe ich fast gar keine. Und hier, wo überall Sterne sind, gibt es auch noch Schreine, die ich mir holen muss. Dementsprechend haben wir, wenn wir uns oben mal die Lebensleiste bei mir anschauen, sehr, sehr, sehr wenig Leben. Ich hatte jetzt aber vor, heute trotzdem den DLC-Content zu machen. Im Umkehrschluss bedeutet das natürlich für uns, dass der Content schwieriger ist, weil wir halt weniger Herzen haben. Wir versuchen es aber trotzdem. Mal gucken, wie das funktioniert. Bin ich bei euch überhaupt noch live? Ah, ich denke schon. Ja, die Musik war auch übrigens nur zur Einführung. Das war jetzt nicht, sollte jetzt nicht in Dauerschleife abgespielt werden. Keine Sorge. Wir benutzen natürlich die Zelda-interne Musik. So, ich muss mich jetzt erstmal wieder mit der Steuerung vertraut machen. Ich habe das Spiel tatsächlich auch schon ein oder zwei Monate nicht mehr gespielt. Hier lang. Und High 4. Ich war die letzten Tage kaum zu Hause. Also tut es mir leid, dass ich nicht einschalten konnte. Kein Problem. Apropos, gestern zum Beispiel habe ich auch nicht gestreamt. Also da war ich selber nicht da. Also du hast nichts verpasst. So. Ach ja, Krogsamen. Ich habe 34. Das ist ja mal ziemlich nice. Was graden wir ab? Ich muss mal eben gucken. Schilder müssen wir nicht upgraden. Da haben wir noch ganz viele freie Plätze. Also Bogen und Waffen. Ich tendiere eher zu Waffen, weil wir in der Regel immer Waffen benutzen. Also die Waffentasche. 5 Krogsamen. Hä? Haben wir noch nie geupgradet? Eigentlich schon. Na gut. So, wir überspringen das mal. Noch 12 Tage bis Odyssey. Ja, stimmt, Alex. Hast recht. Ich freue mich auch schon drauf. Und dann wird natürlich auf jedem YouTube-Channel Odyssey gestreamt. Okay. Bis gleich. 4. Bin mir ziemlich sicher, dass ich meine Waffentasche schon erhöht habe und alles. Komisch. Irgendwie wurde das resettet. Irgendwann mal. Vielleicht durch einen Patch oder so. Kann ich mir aber gar nicht vorstellen.
So viele Crocs habe ich in letzter Zeit nicht gefunden. Na gut, egal. Drainen wir mal schnell ab. Hi Jakob. Nicht, dass ich jetzt den falschen Spielstand geladen habe. Das wäre ja richtig dumm. Aber doch, das müsste der letzte Spielstand sein. Das müsste der letzte Spielstand sein. Ansonsten, ja. Habe ich jetzt irgendeinen alten Spielstand geladen und mir fehlen irgendwelche Sachen, an die ich mich dann sowieso nicht mehr erinnern kann, aber das ist jetzt auch egal. Wie geht es dir heute, Brauni? Mir geht's heute sehr gut. Beziehungsweise schon besser als gestern. Pünktlich zum Wochenende hatte ich ja das Gefühl, krank zu werden. Oder ich war auch erkältet. Aber pünktlich zum Montag, ne, ist man halt wieder gesund. So kann's laufen. So. Nutzen wir mal trotzdem das hier noch. Da haben wir alle Crocsamen benutzt. Ich glaube, Christian ist gar nicht mehr da. Aber wie gesagt, du musst in der Schule die ganzen Quests machen mit Rang C. Dann bekommst du Potenzial. Und mit Schule meine ich am CC. So. Die Schwertquest war, glaube ich, hier. Das Problem an der Schwertquest ist halt, dass wir all unsere Items im Inventar verlieren. Das Einzige, was bleibt, sind unsere Herzen. Und davon haben wir nicht so viele. Und wenn ich jetzt natürlich mehr Herzen freischalte... Ich muss mal eben gucken. Ja, ich hoffe, das ist der letzte Spielstand. Sieht eigentlich ziemlich gefüllt aus. Na gut. Stecken wir das Schwert mal hier rein. Genau, die Anfängerprüfung haben wir schon hinter uns. Die brauche ich ja dann jetzt nicht nochmal machen, außer ihr wollt sie irgendwie nochmal in einem Stream sehen. Weil das ist hier tatsächlich der erste Part, in dem ich Zelda spiele im Stream. Deswegen beginnen wir jetzt einfach mit Fortgeschritten. Ich weiß selber übrigens noch nicht, was uns erwarten wird, weil ich habe diesen Content selber noch nie gespielt. Und mir auch nirgendwo spoilern lassen. Genau, ich müsste eigentlich Schreine machen für mehr Herzen. Da hast du definitiv recht, Mili. Wenn wir gleich kläglich scheitern, dann werde ich natürlich die Schreine machen. Aber wir versuchen das erstmal hier. Wir versuchen erstmal trotzdem mit wenig Leben die Mission zu machen. Oh. Mist, ich erinnere mich. Ich habe das tatsächlich schon mal gespielt und bin gescheitert. Auserwählter des Schwertes, im Namen Göttin Hylia soll zu dir die Prüfung des Schwertes zutrauen. Es fehlt dir noch an Stärke, um das wahre Licht des Masterschwerts zu entfesseln. Überwinde alle Fairnisse dieser Stätte, um deinen Körper und deinen Geist zu stehlen. Dies ist ein Ort der Illusion, der gewöhnlichen Welt entrückt. Joa, was auch immer dir hier in den Händen fällt, wird sich in Luft auflösen, wenn du diese Welt verlässt. Ne? Auserwählter des Masterschwerts, überwinde die Prüfung des Schwertes und entfesse dein wahres Licht. Stimmt, wenn ich die Prüfung schaffe, dann wird das Schwert stärker. Also bringt die Prüfung tatsächlich etwas, sie zu absolvieren, weil wir dann langfristig gesehen im kompletten Spiel eine stärkere Waffe haben. Problem ist nur hier, wir starten ohne irgendetwas. Also wir starten tatsächlich mit leeren Händen. Und ja, versucht mal mit leeren Händen hier irgendwie was zu reißen. Erst recht, wenn man die Steuerung schon wieder vergessen hat. So. Ah, das klappt jetzt ganz gut. Wir haben unsere erste Waffe gefunden. Machen jetzt hier oben die beiden fertig. Ah, oh, schade. Schade, schade. Wie kann ich nochmal... Ah, okay, mit der Taste, mit L kann ich die Bombe nehmen. Mit R schmeiße ich sie, mit L zünde ich sie. Okay, alles klar. Alles klar, alles klar. Christian, wie hast du in Dragon Ball Xenoverse Potenzial freigeschalten? Dennis, das hat er doch gerade geschrieben. Genauso wie ich es gesagt habe.
Hast du wahrscheinlich überlesen. Popcorn ist schon bereit zum Essen. War das nicht gestern schon bereit, das Popcorn, Alex? Oder isst du jetzt jeden Tag Popcorn? Okay, nun wird's schwierig. Hi, Leute. Was? Es wird nun schwierig. Wir sind. Ich habe die Mission gerade erst gestartet, Sanko. Das ist die fortgeschrittene Mission. Ich habe ehrlich gesagt, wow, keine Ahnung, was mich erwartet. Und ich hoffe, ich werde jetzt nicht im Livestream komplett failen. Weil dann muss man ja theoretisch nochmal alles neu machen. Und darauf hätte ich eigentlich keinen Bock. Und die Zuschauer, wen auch. Sicherlich. Mist. Mist. Der Bogen ist irgendwie runtergefallen. Nein, der Typ hat einen Bogen, der ist runtergefallen. Okay. Dann müssen wir das Ganze ohne Bogen versuchen. Bäm. Wow. So, wir dürfen uns nicht treffen lassen. Unsere Leben werden nämlich nicht bei jeder Mission neu aufgefüllt. Das wäre ja zu einfach. Ich rede nicht über den Schwierigkeitsgrad. Du redest nicht über den Schwierigkeitsgrad. Was? Von was redest du, Sanku? Du müsstest schon irgendwie deutlicher sein. Oder deutlicher sprechen. Damit man versteht, was du willst. Du musst die Winde nutzen. Jawohl, Meli. Ich gehe davon aus, dass du diesen DLC-Content schon gespielt hast, Meli. Oder. Ach nee, du hast ihn noch nicht gespielt, ne? Weil du den noch nicht besitzt. Und jetzt im Winter soll ja noch ein weiterer Content erscheinen. Beziehungsweise noch einen weiteren Part zur Hauptmission, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was? Dann nehme ich doch Rollen. Ah, okay. So. Genau, jetzt im Winter soll ja der letzte Content rauskommen. Der dritte Part. Für alle, die das DLC-Package sich geholt haben. Nee. Zweite DLC ist nicht weiterführende Part. Story, das ist ja. Das, was ich gerade spiele, ist ja das zweite DLC. Das erste DLC war, glaube ich, waren diese drei Truhen am Anfang im Plateau, die man freigeschalten hat. Und das zweite DLC sind diese Prüfungen hier und die ein paar Waffen, die es da gab. Und das dritte DLC, was jetzt im Winter noch kommen soll, das soll noch eine weiterführende Story haben. Und alles gibt es halt für einmalige 20 €, glaube ich. Ja, das erste ist kein echtes, aber es gibt insgesamt halt drei. Also zumindest wird es damit geworben. Ist dein Ernst? Okay. Leg dich nicht mit den Trollen an. Jetzt bin ich schon fast Game Over. Dabei haben wir noch nicht mal was irgendwie gemacht. Hi. Hi, Joel. Da wäre es gerade schon fast vorbei gewesen. Ach ja, den Master-Modus, den gab es auch im zweiten DLC, genau. Stimmt. Oh mein Gott, wo muss ich hin? Ja, ich glaube, die Prüfung ist nicht für den Master-Modus geeignet. Ich habe schon den ganzen DLC geschafft. Der dritte hat mir 6 Stunden meines Lebens geraubt. Ich war die ganze Nacht. Oh mein Gott. Okay, hört sich nicht so gut an. Sanko hat recht. Ja, genau. Also es gibt im Prinzip eigentlich nur zwei DLCs, aber der Season Pass wird halt mit drei DLCs gewerbt. Wobei der erste DLC halt einfach keinen wirklichen Content liefert.
Das ist richtig. Was ist denn mit den Leuten los? Ach Mann. Ich bereue es schon. Ich bin einfach mal... Ich habe einfach zu viel Leben verloren durch den Fehler am Anfang. Was muss ich hier eigentlich machen? Einfach nur alle töten? Ich mache ja gar keinen Schaden. Ich mache ja gar keinen Schaden. Nee, eigentlich muss ich hier gar keinen töten. Ich muss einfach nur die Ebene finden. Ich muss die Ebene finden. Bullet Time, schreibt der Sanko. Ja, was habe ich davon? Pfeile nicht verschwenden. Okay. Ich verstehe. Aber wo ist denn hier, wo geht's denn hier zur nächsten Ebene? Ich meine, ich habe jetzt schon Herzen verschwendet. Die sollte man natürlich auch nicht verschwenden. Ach so, ich muss alle töten. Stimmt, ich erinnere mich. Man muss auf jeder Ebene immer alle Gegner töten. Sehr gut, sehr gut. Hi Freezy. Oh Mann. Was mache ich jetzt? Ich bin im Arsch. Ich will mich drehen. Ich kann mich nicht drehen. Ich glaube, ich bin schon tot. Ich glaube, das kriege ich nicht mehr hin. Okay. Das haben wir jetzt noch geschafft, aber das haben wir geschafft. Aber wir gehen jetzt mit einem Herz in die nächste Welt. Oh Mann. Ich glaube, ich kann das schon aufhören, ne? Wie viele Welten gibt es immer? 10? 12? Ah ne, zwischendrin kommt irgendwann noch so eine Heilwelt, ne? Wo man sich wieder regenerieren kann. Okay, vielleicht, ja. Egal, dann sehe ich das jetzt erstmal so als warm spielen. 30! 30 Ebenen gibt's. No. Und wenn ich an einer Ebene scheitere, muss ich alle 30 normal machen. Ja, läuft. Habe ich mir echt was Gutes zum Let's Playen rausgesucht. Beziehungsweise für einen Livestream. Okay. Alles klar. 30 gibt's. Wir sind an Welt 3 gescheitert. Ja, man hat halt auch keine Rüstung, ne? Man darf wirklich nicht getroffen werden. Wäre episch, wenn du alles mit dem Zustand... Hat der das Spiel nicht gespeichert? Oh. Ist das ätzend. Ist das ätzend. Der hat ja überhaupt nichts gespeichert. Meli sagt, ich muss Herzen holen. Ja. 15 bis 18, okay. Ich werde es jetzt nochmal versuchen und danach hole ich mir Herzen. Sanko, ich habe übrigens meinen Popschutz weggemacht, ne? Jetzt
bin ich hier so ein bisschen im Sichtfeld freier. Sieht jetzt vielleicht ein bisschen doof aus, weil jetzt hier so ein dicker Knuppel vor mir ist. Aber eigentlich ist es gar nicht mal so verkehrt. Ich kann die Module nutzen. Ja, stimmt. Die Bomben sind immer Gold wert. So. Sag mir nicht, ich muss jetzt hier wieder. Okay, alle Krogsamen, die ich abgegeben habe, sind auch alle verloren gegangen. Der hat halt echt gar nichts gespeichert. Dann werde ich jetzt selbst speichern. Aber erstmal wieder die Krogsamen alle abgeben. Dümmdi-dumm. Hi, Parisan. Und schönen guten Abend. Kocht dir etwas, was Zusatzherzen gibt. Also die goldenen, die bleiben bei der Prüfung. Stimmt. Stimmt, Michael. Du hast recht. Die Herzen bleiben. Da kann man so ein bisschen cheaten, ne? So. Komm, komm, komm. Ja, nicht labern. Ja, ich möchte Waffen. Ja. Abgeben. Tanz für mich. So, wie viel habe ich jetzt noch? Ja, cheaten nicht. Nee, hast du recht. Einmal Schildtasche war noch drinne. Ich kann mich jetzt auch mit Absicht umbringen, dass diese eine Gottfähigkeit, oder, nein, es ist ja nicht, es sind ja keine Götter, dass diese eine Fähigkeit zündet, ne, wo ich dann wiederbelebt werde mit mehr Herzen. Vielleicht mache ich das auch einfach. Und dann, ja, ich mache das einfach. Ich muss nur eben gucken. So. Ob ich die Fähigkeit überhaupt noch habe. Wieso schreibt Sanku nein? Recken. Ja, genau. Die habe ich sogar noch. Das habe ich sogar noch. Nee, ich muss das vor der Prüfung machen, Sanku. Dann werde ich wiederbelebt mit mehr Herzen. Und das funktioniert. Das funktioniert. Bin ich mir sehr sicher, dass das funktioniert. Ich muss jetzt nur wissen, wo ich mich umbringen kann. Wo kann man sich leicht umbringen lassen? Müsste eigentlich überall wird's gut gehen. Genau. Dass ich dann mit vollen Herzen und Bonusherzen quasi dann dahin gehe. Ja, genau. Ach so. Selber einfach bomben. Ja, stimmt. Einfach selbst in die Luft springen. Orni? Was ist denn Orni? Sanko, wenn du übrigens heute Abend noch Lust hast, dann können wir gerne irgendwie noch was zusammen streamen. Vielleicht, ich hab's so an. Ist nicht so erfolgreich. Ich hätte auch was kochen können. Ich kenne die Rezepte leider nicht. Ich kenne die Rezepte nicht und Mats, genau. Boah, ich bin zu einer richtig blöden. Die Vögel. Ah. Ja, Sanko, definitiv. Ja, mach das. Das ist ein gut gemeinter Rat von mir. Oder Tipp. Oder nenn es, wie du willst. Na los. Let's do it. Weiter, weiter. Komm, komm. Na, komm. Ja. Hau mich. Hau mich. Ey, du willst mich hauen. Will man mal sterben? So, und los. Ein Schlag noch. Jawohl. Danke dir. Danke dir.
So. Und jetzt. Ja, ich könnte jetzt in den Schrein reingehen, aber ich weiß nicht, wie lange dieser Schrein dauert. Manchmal sind die Rätsel ja dann doch ein bisschen kniffliger. Also, Sanku nochmal, falls du da bist. Drop das LP, was keine Zuschauer generiert. Schaut ja eh keiner. Und stream in der Zeit einfach ein anderes Spiel. Ne? Macht nur Sinn. So. Genau, vor der Prüfung speichern. Ach so, und nochmal zu dem Thema, was ich auch noch eben angesprochen habe. Wenn du heute Abend irgendwas mit mir streamen willst, musst du nur Bescheid geben. Mir schwebt da so Splatoon 2 in meinem Kopf. Genau, Splatoon 2 Liga-Kampf vielleicht sogar. Zwei, aber nur Zweier-Team. Vierer-Team wird man wieder auseinandergerissen. Ja. Aber darauf hast du sicherlich keine Lust. So. Starten wir die Prüfung. Wir sind nackt. Klar, wie soll es denn auch anders sein? Machen jetzt aber nicht den Fehler wie vorhin. Come on, come on. Bam. Und jawohl. Wir haben den Bogen diesmal aufheben können. Genau. Die Bomben sind übrigens auch sehr, sehr gut. Ah, Simon Run ist auch. Ja, das könnten wir auch spielen. Das ist geil. Simon Run hätte ich auch richtig Bock. 20 Uhr Liga. Ja, das können wir schaffen, Sanko. Da haben wir jetzt noch. Habe ich jetzt noch eine Stunde Zeit für diese Sache hier. Problem ist nur, wenn wir gerade irgendwie Welt 17 sind, man kann ja nicht speichern mittendrin. Das heißt, ich muss die Prüfung zu Ende machen, wenn ich mittendrin bin. Wenn ich natürlich vorher sterbe, dann kann ich ausmachen. Das sehe ich als sehr wahrscheinlich, ja. Ja, 40 Minuten sollten, glaube ich, schaffbar sein. Oh, was ist das denn? Bäm. Na los, come on. Black Snaps, vielen Dank für dein Abo. Du bist übrigens Abo Nummer 200. Herzlichen Glückwunsch dafür. Und willkommen auf meinem Channel. Oh, ich freue mich schon auf Skyrim und Doom. Ja, Skyrim hätte ich auch Bock. Wenn ich es günstiger bekomme. Doom hat, glaube ich, kein Koop. Es gibt einen Multiplayer. Und den müsstest du dir tatsächlich auch noch zusätzlich runterladen. Also der Multiplayer-Modus ist nicht auf der Cartridge drauf. Das sind dann nochmal 12 GB oder so, die man sich runterladen muss. Der hat nämlich leider nicht mehr auf der Cartridge gepasst. Habe ich gelesen. Weil die 64 GB Cartridge-Version ist zu teuer, dass sich der Publisher sich das gönnen kann. Deswegen hat man das Ganze auf einer 32er Cartridge gemacht oder 16er und die restlichen 12 GB muss man sich dann downloaden. Übrigens gibt es jetzt die offiziell Support von Nintendo supportete MicroSD 128 GB. Und die Version, die möchten da wirklich tatsächlich 200 € für haben. Wo ich mir sage, Alter, kauft euch eine normale MicroSD, 128 GB. Die kosten mittlerweile 40 € oder 60. Und die von Nintendo, nur weil da dann das Nintendo-Logo drauf ist, möchten sie gleich 200 € haben. Genau, also
Ich glaube, eine 128 GB MicroSD ist Pflicht. Aber damit bist du dann, glaube ich, ganz gut bedient für die komplette Switch-Ära. Weil da kannst du dann immer ganz gut immer die Spiele installieren, die du gerade spielst, was dann immer noch genug sein dürften. Und den Rest kannst du halt immer löschen, ne? Ja, übrigens 200 Abos, finde ich sehr geil. Vielen, vielen lieben Dank. Jeden einzelnen von euch. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das so schnell schaffe. Mein Ziel war eigentlich, am Jahresende 100 Abos zu haben. Was ich dann nochmal hochkorrigiert habe. Wow. Auf 200. Und selbst die habe ich jetzt schon geknackt. Was? Mann. Ey, das ist doch nicht deren Ernst. Fang an zu drehen. Was? Ich soll mich drehen? Hier, ich drehe mich jetzt. So weiter kann ich mich nicht drehen. Ach, du drehst jetzt irgendein Let's Play-Video, Sanko. Was drehst du denn? Schaff Brownie, Sanko einzuholen? Nee, werde ich nicht schaffen. Denn die Leute, die mich abonnieren, abonnieren in der Regel auch Sanko. Das hat man gestern gesehen. Da hat er nämlich mal eben die ganzen Abos abgegriffen. Aber auch umgekehrt ist es genauso. Leute, die ihn abonnieren, abonnieren auch mich. Außer der Teil, der halt inaktiv ist und bei ihn abonniert hat. Was sicherlich auch so 100 Abos sind. Und die Abonnenten werde ich halt nie einholen können. Ich krieg viel zu viele Abonnenten, schreibt der Bash. Du kriegst zu viele Abonnenten. Ach so. Davor steht Brownie. Ich krieg viel zu viele Abonnenten. Nein, Quatsch. Man kann sich nie über Abonnenten genug freuen. Ach ja, der YouTube-Algorithmus. Der neue ist übrigens auch sehr geil. Ach so, übrigens, Sanko, du meintest ja mal irgendwie, wenn man Nintendo-Spiele streamt als Nicht-Nintendo-Partner, dann bekommt irgendwie Nintendo 50% der Einnahmen, die man macht, ab. Das stimmt gar nicht. Nintendo bekommt 100% meiner Einnahmen, sobald ich ein Nintendo-Spiel streame. Also Nintendo gibt da tatsächlich gar kein Geld ab. Man muss da, glaube ich, irgendwie Nintendo-Partner werden. Ja. Auf jeden Fall ein interessanter Fakt, der mir so nicht bewusst war. So. Kommt drauf an, wie laut der Ton ist. Ja, bei mir ist der halt immer so laut, dass man ihn hört. Und damit greift sich Nintendo den kompletten Video- und Tonrecht. Und verdient dann an mir das komplette Geld, was aber eh nicht so viel sein dürfte, ein paar Cent. Und ich gehe dann komplett leer aus. So, das ist also tatsächlich hier einfach nur just for fun. Kommt drauf an, wie laut der Ton ist, beziehungsweise wie viel du sagst. Ja, ich rede in der Regel eigentlich immer. Zwar nur Müll, aber ich rede. In Amerika werden die Streamer gebannt, gesperrt, wenn man Nintendo streamt. Nee, das stimmt nicht ganz. Wenn du Nintendo-Partner bist, dann darfst du mittlerweile in Amerika nicht mal mehr einen Livestream machen. Wenn du kein Partner bist, dann darfst du einen Livestream machen, aber bekommst dort genauso viel Geld wie hier, also gar nichts. Also, ja, egal wie du es tust, es ist immer irgendwie Bullshit. Obwohl du ja eigentlich Werbung machst für das Spiel, ne? Wenn du es spielst, machst du Werbung.
Leute gucken sich das an und vielleicht gefällt es denen, was sie sehen. Also war zumindest bei meinen Sachen so. Ihr schaut euch das so an und habt es euch letztendlich dann auch gekauft, weil das dann überzeugend war, was ihr hier gesehen habt. Und ja. Dann kassieren die halt auch noch hier ab. Ich kann dir überall helfen. Okay. Ja, Spenden bekomme ich. Also wenn ihr Spenden an mir vergibt, bekomme ich das Geld natürlich. Die laufen ja direkt zu mir. Über Tippi. Wobei dieses Tippi-Stream nimmt sich natürlich dann auch nochmal Gebühren. 20% oder sowas. Dafür, dass sie den Service anbieten. Und vielen Dank, Lukintendo. Vielen lieben Dank. So. Come on. Jetzt läuft's besser. Wir haben noch volle Leben. Mal gucken, für wie lange. Bäm. Oh, nein. Ach, die muss ich einmal mit einem Bogen anschießen. Das ist ja doof. Wo sind die denn? Oh. Ich verstehe. Einmal so. Jetzt ist er bewusstlos und fliegt nach unten. Wow, so wie ich gerade fast. Hi, Omis Pommes. Und willkommen zurück, Dennis. Bäm. Jetzt haben wir halt einen Pfeil verschwendet. Aber dafür leben wir noch und haben fast volle Herzen. Also fast. Im Prinzip haben wir volle... Ah, nee, shit. Wir haben nicht volle Herzen. Okay. Aber unser Herzbonus ist auch noch draufgegangen. Egal, wir sind immerhin jetzt Welt 3. Welt 3 sind wir. Das beste Game wird gestreamt. Naja. Aber den ungünstigsten Modus habe ich mir da rausgesucht. Wie du siehst. Wow. Ach man, ist doch nicht deren Ernst. Nein, 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 nein. So viele mit... So viele schießen hier. So, der kann mir nicht gefährlich werden. So, den hau ich erstmal runter. Und... Der ist... Was? Schießt mit Bombenpfeile und da ist man Two-Hit. Ist doch nicht deren Ernst. Okay, dann mache ich jetzt einfach Schreinprüfungen. Alles andere lohnt sich jetzt gar nicht mehr.
Mache ich jetzt Schreinprüfungen und sammle erstmal ein paar Herzen. Man musste den Roboter bei der Schule und all seine Missionen zu Zetsch abschließen. So, ist gleich dieser Nippel hier abgeflogen von meinem Controller. Wartet mal. Der Nippel ist ab. Und der geht nicht mehr ran. So, ist der Nippel jetzt wieder dran? So, für alle, die nicht wissen, worüber ich jetzt, wovon ich jetzt rede, ich habe hier an meinem Joy-Con, beziehungsweise an meinem Pro-Controller, habe ich hier so eine Aufsetzer. Und der ist gerade abgeflogen, als ich hier im Eifer des Gefechts rumgedrückt habe. So. Genau. Machen wir das mal. Das, das. So, dann machen wir jetzt ein paar Schreine. Hi Ada, Let's Plays. Ich bin schon ein bisschen angepisst, dass ich Welt 3 schon versagt habe. Anhand eines Two-Hits. Von Bombenpfeile. Das ist doch einfach nur teilweise Glück, oder? Dass man da nicht getroffen wird am Anfang. Oder man benutzt Eispfeile, aber die habe ich ja nicht. Stimmt. Die hat man ja nicht. So, hier muss ich rein. Dieser Schrein ist noch orange. Das bedeutet, den habe ich noch nicht getan. Und hi Erwin. Ich glaube, ich habe dich noch nicht gegrüßt. Ihr könnt mich alle Ada nennen. Okay, Ada. Habe ich das nicht getan, Bash? Vielleicht hat er da auch wieder nicht gespeichert. Ich glaube eigentlich, das getan zu haben. Ich habe halt, wie du siehst, ganz viel Ausdauer. Also was heißt ganz viel? Ich habe halt einfach ganz wenig Schreine gemacht. So. Punkt. Und jetzt versuche ich das. Am besten alle Gegner einfrieren mit der Zeit. Hi, Bo hi. So. Wenn ich hier gegen schlage, dann dreht sich es. Okay. Das heißt, ich muss das so machen. Ich tippe mal darauf, dass ich das hier so vielleicht. So. Oh, jetzt ist das Ding wieder. Nein, das wollte ich nicht. Hä? Oh Mann, was für ein. Ja, super, jetzt ist alles aus. So viel Pfeile habe ich doch gar nicht. Ich muss nach unten jetzt. Jetzt muss ich nach unten. Wer macht denn hier nach unten? Der hier, ne? Nee, das war der falsche. Jetzt muss ich nach links. So, das war der.
Okay, jetzt nochmal nach links. Nein, 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 nein. Nein! Zurück. Es gibt kein Zurück. Sehr gut. Ja, ich weiß. Ich muss aufpassen, wo das Wasser ist. Allerdings macht er nicht das, was ich hier mache. Also, ich sage, der soll jetzt nach rechts sich drehen. So. Und jetzt würde ich ganz gerne... Ich würde eigentlich jetzt nach... Ich will jetzt das Wasser, dass sich das nach oben dreht. Der hier müsste das jetzt sein, oder? Dann dreht sich das Wasser hierher. Zumindest denke ich das. Ja, jetzt macht er das tatsächlich. Und jetzt nochmal genau das Gleiche. Genau das Gleiche, das ist der hier. Jawohl. Jawohl, jawohl. Oh. Mist. Ich muss den oben erstmal machen. Der oben fehlt noch. Aber ich habe gleich keine Pfeile mehr. Jetzt würde ich ganz gerne wieder zurück. Ich würde zurück, aber alle Pfeile zeigen nach... in eine Richtung, in der ich nicht möchte. Alle Pfeile zeigen in eine Richtung, in der ich nicht möchte. Und ich habe keine Pfeile mehr. Der hat ja was völlig anderes gemacht. So, jetzt soll er in die Richtung. Wenn ich den zweiten Platz überhole, dann bin ich zweiter Platz. Ganz klar, ne? Bäm, jetzt habe ich's. Jetzt habe ich's. Oder habe ich's doch nicht? Brennt der hintere noch nicht? Der hintere brennt noch nicht. So, ich muss das Ganze jetzt in die Richtung drehen. Ich hoffe, der dreht auch tatsächlich in die Richtung, wo der Pfeil ist. Und jetzt nochmal. Oh! Mein Schatz sagt, darf nicht spoilern. Okay. Schade. Moment mal. Steht hier noch eine Kiste versteckt? Manchmal stehen hier nämlich noch versteckte Kisten rum. In dem Fall ist hier nirgendwo noch eine Kiste. Glaube ich eigentlich gar nicht. Ach, da oben ist eine... Oh, da oben sind sogar zwei Kisten. Aber wie kommt man da hin?
Nein. Natürlich mit einem Feuerpfeil. Habe ich aber nicht mehr. Mit einem Pfeil. Ah, ich habe auch noch Feuerpfeile. Okay. Okay. Dann so. Cheaten wir. Ein Opal. Idiotentest bestanden. Okay, danke dir. Super. So. Schreinprüfung bestanden. Klettern. Kann man Ranken hochklettern oder was? Ich zünde die immer an und fackel die ab. Genau, an den Wänden kann man nicht klettern. Die sind rutschig. Man kann nur Felswände hochklettern. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia. Na, war das auch schon weg. Hallo Tommy und herzlich willkommen. Genauso Fraggy Waggy. Und hi Vani. Was mir auffällt, die Leute kommen immer schubweise. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Ich glaube, die Glocke verteilt die Leute oder zeigt den Leuten immer schubweise an, dass ich gerade streame. Jetzt sind nämlich instant 3 Leute reingekommen. Und 4 Leute. Hi Egoist. Wahrscheinlich heißt die Lösung, das Weiß ist keine Farbe, ne? What? Bin ich hier gerade irgendwie gegen Stacheln gelaufen? Ja. Hi Mario Gamer. Grüße gehen raus an dich. Switch Gaming, was war denn gestern Nacht auf Discord? Aber, na gut. Entschuldigung angenommen. Kann jetzt aber nicht so schlimm gewesen sein. Ach so, du hattest Panik. Ah, ich verstehe jetzt. Jetzt erinnere ich mich. Okay, alles klar. Ist nicht schlimm. Hauptsache, es geht dir wieder besser. Stimmt, du bist ja Jonas. Du hast ja deinen Namen umgenannt. Ah. Die Lösung ist, weiß ist keine Farbe. Okay. Oh, ich habe 9 Schreinsachen. Stimmt, da oben. Jetzt wundere ich mich auch, warum ich die nicht eingelöst habe. Werde ich da aber gleich im Anschluss machen, Bash. Danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. Und hi, Tim. Oh, ja, so eine Schrein-Quest ist natürlich immer am geilsten. Man muss nichts mehr tun. Die Truhe wird einem vor die Füße geworfen. Looten wir die mal. Ein Feuergroßschwert. Okay. Und ja. Das war dann auch schon die Schreinprüfung. Ich bin sehr erkältet. Gute Besserung, Fraggy Waggy. Ich war pünktlich zum Wochenendestart am Freitagabend erkältet. Samstag ging es mir so lala und jetzt bin ich wieder pünktlich zum Montag wieder gesund. Und Tim, hey Mann, vielen lieben Dank für dein Abo und herzlich willkommen bei den Brownies. Ja, also im Grunde, im Lichtspektrum ist Weiß ja sozusagen, beinhaltet Weiß alle Farben. Deswegen ist es Weiß. Und wenn du aber von einem, wenn du malen tust, ist es genau andersrum. Wenn du alle Farben kombinierst, dann wird es zu schwarz. Beziehungsweise sehr dunkel. Welchen Schrein machen wir jetzt? Wir machen mal den hier. Danke Mario Gamer für dein Abo. Auch wenn es mir nicht angezeigt wurde. Das liegt dann vermutlich daran, dass du deine Abos unsichtbar hast. Oder unsichtbar gemacht hast.
Was ist denn mit dem Brownie? Was ist denn mit mir? Morgen ist wieder Schule. Ja, genau. Pünktlich zum Schulstart, beziehungsweise. Oh, hier ist es kalt. Schnell ab rein. Pünktlich zum Schulstart oder Arbeitsstart oder Wochenstart ist man dann meistens wieder gesund. Ich habe Ferien. Oh, Gratulation, Vani. Hätte ich auch gern wieder. So, ich glaube, dieser Schrein ist. Ah, wollte gerade sagen, sehr schwer, aber auch hier ist es sehr leicht. Morgen darf ich 5:30 Uhr aufstehen. Oh, mein Beileid, Dennis. Ich werde um 6 Uhr aufstehen, aber mehr oder weniger freiwillig. Oh, Klettertempo plus. Was ist denn mit dem Karsten los? Ja, genau. Was ist denn mit dem Karsten los? Insider. Übrigens, in 2 Wochen ist Winterzeit. Da werden die Uhren zurückgestellt. Das heißt, ihr habt eine ganze Stunde länger, die ihr geschenkt bekommt. Und wenn ihr dann zukünftig um 6 aufstehen müsst, steht ihr in der biologischen Uhrzeit erst um 7 auf. Und trotzdem wird es dann noch dunkel sein. Bis später, Vani. So. Ah, okay. Die haben wir ja gerade gemacht. Dann gehen wir jetzt zur nächsten. Machen wir mal den Kenny-Schika-Schrein. Mal gucken. Ich bin schon 43 Jahre alt. In 20 Jahren gehe ich in Rente und muss nicht mehr arbeiten. Das hört sich doch gut an. Vorausgesetzt, in 20 Jahren liegt die Rente noch bei 53. Ich glaube, bis dahin muss man bis 60 arbeiten. Wird bestimmt wieder erhöht. Und der Tommy ist 37. Nicer Stream. Hi, Zelda-Fan. Über Abos würde ich mich natürlich freuen, an alle, die bisher noch kein Abo dagelassen haben. Ganze Stunde länger, genau. Juhu. Allerdings wird hier in der Sommerzeit natürlich wieder geklaut, ne? Also muss gut investiert sein. Am Ende hat man keine Stunde länger. Was ist deine Lieblingswaffe? Ui, hier bei Zelda. Eigentlich das Master Schwert. Das finde ich super toll, weil es halt Einhand ist und sich immer wieder auflädt. Das ist einfach genial. Schild finde ich halt auch das Hylia-Schild gut. Man kann sich übrigens, das geht ja irgendwann kaputt, das ist nämlich nicht unzerstörbar, aber es gibt wohl einen Laden, wo jemand dieses Hylia-Schild verkauft. Also man kann sich das wieder kaufen. Soll aber richtig teuer sein. Eine Stunde länger arbeiten, das ist, nee, du hast ja trotzdem eine 40-Stunden-Woche. In der Regel. Wow. In der Regel bleibt die 40-Stunden-Woche eine 40-Stunden-Woche. Du stehst halt nur eine Stunde später auf. Weil du zur gewohnten Uhrzeit aufstehst. Und das ist dann halt eine Stunde später in Wahrheit. Also was heißt in Wahrheit? In Sommerzeit umgerechnet. Mann. Der Laden ist Tabu Rasa. Okay, genau. Genau den Laden meine ich. Was? Ich hab den doch getroffen. So ein Cheater. So, wir haben jetzt noch knapp 15 Minuten Zeit. Danach beginnt der Splatoon 2 Liga-Kampfstream mit dem Sanko. Mal gucken. Bin schon gespannt, ob wir heute ein bisschen mehr reißen als letzte Mal.
wo wir sehr, sehr, sehr schlecht waren. Das ist Einhand, oder? Yes. So, diesmal hat es geklappt. Und, come on. Schau dich tot. Wir haben es geschafft und wir haben ein Wächterschwert plus erhalten. Naja, wenn sich die Zeit um eine Stunde verschiebt, genau. Sie verschiebt sich ja nur. Das heißt nicht, dass du mehr arbeiten musst, sondern du hast halt einfach eine Stunde. Du gehst halt eine Stunde später arbeiten und hörst eine Stunde später auf, sozusagen. Ich finde, auf der Nintendo Switch ist das beste Spiel Zelda. Oh. Ich muss niesen. Ja. Also, das beste Spiel würde ich jetzt nicht sagen, aber im Genre RPG ist es natürlich das beste Spiel. Und bei Shooter, sage ich jetzt mal, ist natürlich das beste Spiel Splatoon. Und Sportspiel ist das beste Spiel Mario Kart. Nein, nicht FIFA 18, sondern Mario Kart. Jump'n'Run ist derzeit das beste Spiel Sonic. Wobei Sonic tatsächlich ein Jump'n'Run-Spiel. Ist wahrscheinlich irgendwie schon ein eigenes Genre, ne? Action. Was auch immer. So, nächster Schrein. Wir machen den da mal. WB Wani. Mein Lieblingsspiel. Das kann ich gar nicht sagen. Ich würde jetzt sagen, das, was ich am längsten gespielt habe mit der Spielzeit, aber selbst das würde gar nicht mal so stimmen. Also wie gesagt, Splatoon finde ich auch übelst gut. Und was ich jetzt in letzter Zeit ziemlich viel suchte, ist Dragon Ball Xenoverse 2. Was ich finde, ziemlich gelungen ist auf der Switch. Ziemlich gelungen. Einziger Minuspunkt ist halt, dass das DLC alles Geld kostet, obwohl das Spiel schon ein Jahr alt ist auf anderen Konsolen. Und alle anderen Publisher die DLCs immer mit reinpacken bei Neuauflagen. Das ist leider nicht der Fall gewesen. So, willkommen Pilger, mein Name ist Camus. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Aufstieg und Fall. Was findest du an meiner Anwesenheit so besonders, Wutkuhn? Immer sympathisch, Divani. Immer sympathisch. Mehr sage ich dazu nicht. Oh Mann, das ist hier ein neues Rätsel. Heben wir mal dieses Gewicht hoch. Dragon Ball. Xenoverse 2 ist auch nice. Ist das der 24-Stunden-Stream? Nee, ich muss morgen leider arbeiten. Aber ich muss mir auf jeden Fall überlegen, was ich jetzt mache. Ich muss irgendein Special, muss ich raushauen. Immerhin haben wir jetzt die 200 Abos erreicht, was mein Jahresziel war. Nochmal vielen Dank dafür. Was muss ich hier machen? Magnet. Ah. Ja, Mensch. Da bin ich aber echt dumm gewesen. Was soll ich denn 24 Stunden lang streamen? Mehrere Spiele? Eigentlich sollte es doch eigentlich nur ein Spiel sein, oder? Was man streamt. Ah, okay, ich verstehe. Man muss. Come on. Rauf da. Nein, nicht drauf da. Ich glaube. Nein! Ah, Mann. Machen wir das so. Ich muss, glaube ich, hier rauf. Und jetzt. Wir denken jetzt uns einfach mal, dass diese Kiste schwerer ist, als wir es sind. Weil wir sind ja.
dünn und sportlich. Und das ist eine Waage. Und nu? Ich muss mich irgendwie nach oben katapultieren. Ich vermute mal. Ah, guck mal da oben. Da oben ist eine viel größere Kiste. Mal schön auf unseren Kopf fallen lassen. Hi Meli 473. Schön, dass du da bist. Ich muss die Kiste wahrscheinlich einfach von hier oben fallen lassen. Jawohl. Gibt es da oben noch was? Das sieht mir irgendwie sehr verdächtig aus. Wir können es ja mal testen. Eigentlich sind mir die Pfeile zu schade. Aber was soll's? Hi Sabrina! Nö. Okay, ein Versuch war es ja wert. So, Rätsel ist auf jeden Fall gelöst. Einfach mal nächstes Mal sich besser umschauen. Das war's. Na? Bäm. Passt schon. Hast du die graue oder die rot-blaue Nintendo Switch? Ich habe die rot-blaue. Einfach aus dem Grund, wenn du dir nochmal so einen blau-roten Joy-Con-Kit holst, dann hast du genau einen roten Controller und einen blauen, weil das genau die andere Farbe ist, also andersrum. Und anders kommst du derzeit, glaube ich, nicht an diese Farben. Wann kommt mal wieder Stardew Valley? Um ehrlich zu sein, hatte ich heute überlegt, ob ich Stardew Valley mache. Und dann habe ich mich kurzfristig für Zelda entschieden, weil ich das tatsächlich auch noch nie gemacht habe. Einfach so ein bisschen, ja, als Sonntags, Abgangs-Abends-Chill-Stream sozusagen. Aber Stardew Valley eignet sich natürlich für sowas auch ganz gut. Nein, das Pferd von Ganon meinst du bestimmt. Nein, das habe ich noch nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo es das gibt. In der Story bin ich fertig, Sabrina. Ich muss jetzt halt einfach nur noch Schreine machen. Da habe ich fast gar keine oder ganz wenig, um mehr Leben zu kriegen, was man da oben in der Ecke sieht. Und ich müsste das DLC-Content noch machen, die Schwertprüfungen. Da bin ich gerade bei fortgeschritten, sprich bei der zweiten Schwertprüfung. Und da bin ich kläglich bei Welt 3 schon gescheitert, weil man da irgendwie One-Hit ist bei diesen Bomben. Bitte stream wieder Stardew Valley. Okay, Meli. Wird dann vermutlich morgen kommen, morgen Abend. Wie gesagt, ich muss auch endlich mal einen Streamplan erstellen mit Uhrzeiten und Tage.
wann ich was streamen möchte. Na, was härteres als 72 Stunden. Ich glaube, YouTube kannst du maximal nur 3 Stunden am Stück streamen. 3 Stunden, 3 Tage am Stück. Aber definitiv, nein, nein, nein. Vielleicht mal einen 12-Stunden-Stream oder so, oder wenn es ganz hart kommt, 24 Stunden, aber mehr nicht. Genau, alle Schreine wäre geil, wenn man das hat. Bei mir fehlen noch sehr, sehr viele. Oh, falsche Taste. Bei mir fehlen noch sehr, sehr viele. Aber das DLC würde ich halt ganz gerne machen, weil da das Masterschwert geupgradet wird. Und bald gibt es ja das dritte DLC. Oder der dritte Content-Patch. Hä? Willst du mich rollen? Ah, jetzt hat er auf einmal eine Waffe. Okay. Ja, morgen bin ich wieder dabei. Hab mir Stardew Valley jetzt auch für die Switch geholt. Das heißt. Wow. Das heißt, 2018 spiele ich dann auch mit dir. Yay, das hört sich gut an, Meli. Das finde ich super, spitze. Das Spiel ist übrigens überraschend gut, Leute. Für relativ wenig Geld. Ich glaube, 15 € kosten es in Deutschland. Übrigens, nebenbei, es wird dieses Jahr auch noch Harvest Moon rauskommen. Ich vermute aber, das wird 40 € kosten oder 60. Und das spielt sich genauso wie Stardew Valley. Nur dass bei Stardew Valley jetzt bald ein Multiplayer-Patch rauskommt, Anfang des Jahres. Und dann wird definitiv mit euch zusammen gestreamt und gespielt. Darauf freue ich mich persönlich selber auch schon. Wird auf jeden Fall ziemlich spaßig werden. Ja, Stardew Valley gibt es leider nicht im Laden. Leider nicht im Laden. Ist jetzt aber auch nicht so groß, 900 Megabyte oder so, das geht. Wenn es jetzt irgendwie 15 GB wären, hätte ich es mir auch nicht geholt. Also ich achte mal drauf, große Spiele möchte ich die Cartridge-Version haben. Und bei so kleineren Titeln kann man durchaus auf die SD-Karte laden. Geht zum Stall der Hochebene. Da gibt's das Pferd. Wo ist denn die Hochebene? Nee, die Hochebene müsste eigentlich. Geht zum Stall der Hochebene. Wo soll denn die Hochebene sein? Also hier ist Stall der Orni. So. Hier ist mein Pferd. Hier ist Stall am Fluss. Ich glaube, die anderen Ställe habe ich alle noch gar nicht. Habe ich wohl scheinbar noch nicht freigespielt. Ach, hier. Stall des Waldes. Ach so, es ist 56. Ja, sehr gut. Sag gut, schön, dass du mich einhast. Dann mache ich hier jetzt einen Cut. Neben der Wüste, okay. Das werde ich dann nächstes Mal machen. Stall der Schlucht. Also hier irgendwo wahrscheinlich. Okay, werde ich dann im nächsten Part machen, wenn ich wieder Zelda streamen sollte. Und ja, an der Stelle bedanke ich mich an alle, die zugeschaut haben und an alle neuen Abos. Wir machen jetzt hier eine kurze Pause und kommen gleich wieder in einen neuen Livestream mit Splatoon 2 Ligakampf. Falls ihr daran Interesse habt, könnt ihr natürlich gleich auch wieder einschalten. Würde mich freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend, gute Nacht und einen schönen Start in die neue Woche. Ciao, Leute.